Ja, Atmos ist für uns eine tolle Herausforderung, weil wir ja grundsätzlich ein bisschen einen anderen Zugang haben zur Projektentwicklung. Wir sind nicht einfach ein Bauträger, der 0815 Wohnungen gebaut, sondern wir versuchen in allen Assetklassen, sprich Büro, Wohnen, Hotel, Event, sozusagen ein vermischtes Denken oder vermischte Projekte umzusetzen. Sprich nach dem Grundsatz Shared Spaces, einfach hier einen gewissen innovativeren Ansatz zu machen. Das machen wir bei unseren großen Immobilienprojekten wie Triple oder Daniel Flats. Und da passt einfach Atmos in seiner Denkweise sehr gut zu uns. Das ist nicht ein Ressort, ein 0815-Ressort, sondern das hat erstens einmal einen tollen gesundheitlichen Aspekt, der, glauben wir, nicht den Zeitgeist, das klingt so positiv, sondern die Herausforderungen der Zeit widerspiegelt, sprich das Luftthema. Wir brauchen nur schauen, wo haben sie es jetzt am Wochenende? Madrid haben es verlautbart, wird die Innenstadt gesperrt. Das Thema Sarajevo heute in der Früh hat, glaube ich, auch die schlechtesten Luftwerte. Also grundsätzlich das Thema hören wir jeden Tag mit der Klimawärmung, aber ist einfach das Luftthema eine Herausforderung und da gefällt uns einfach das Atmos, weil es sozusagen eine 360-Grad-Betrachtung eines Problems hat. Es ist sozusagen das gesundheitliche Thema. Es ist andererseits auch eine Lösung, die Spaß macht. Sprich, man geht dorthin und hat trotzdem ein Vergnügen. Man hat den Mehrwert der Luft und der tollen Aerosole, aber hat auch ein Angebot, das im Grunde genommen den Zeitgeist trifft. Und daher fasziniert uns Atmos. Und das, was bei Atmos noch einmal spannend ist, wir sind auch immer ganz begeistert von Themen, die man nicht nur einmal errichtet, sondern die man 50 Mal, 100 Mal umsetzen kann. Und wir sind überzeugt, dass wenn man das erste Projekt Atmos, Sie sehen es ja hier an der Architektur, wenn man das in der Form, wie wir es vorhaben, umsetzen und mit dem Brain, das dahinter steht, sprich von Chris Müller und den anderen Spezialisten, dass es uns gelingen müsste, hier einfach eine richtige Atmoskette zu positionieren.